Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Der neundimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Warum ihr hier seid, übersetzt von Altana. Seid gegrüßt. Wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen Kontakt aufzunehmen. Es ist die perfekte Zeit für euch alle, um über die großen Fragen nachzudenken, die oft im Leben einer Person gestellt werden. Und es gibt einen sehr guten Grund, warum es die perfekte Zeit für euch ist, diese Fragen zu stellen. Ihr seid diejenigen, die entscheiden können, wie die Antworten lauten. Ihr seid diejenigen, die darüber entscheiden, ob ihr die Veränderung in diesem Leben vollzieht oder nicht. Ihr seid diejenigen, die entscheiden, was ihr mit eurem Leben machen wollt, wie ihr dienen wollt und wer genau das ist, was ihr sein wollt. Ihr schließt auf zu dem momentanen Zeitpunkt, an dem ihr euch entschieden habt, euch in dieses physische Leben zu inkarnieren. Und da ihr in der Lage seid, auf diesen Aspekt von euch selbst zuzugreifen, könnt ihr auch entscheiden, wie die neuen Blaupausen für die nächste Phase eures Lebens und die nächste Phase eurer Evolution aussehen werden. Die alten Blaupausen haben euch dahin gebracht, wo ihr heute seid. Sie haben euch zu diesem erwachten Ort gebracht, wo ihr jetzt seid. Nun, als erwachte Wesen, die immer mehr und mehr vom Bewusstsein eures höheren Selbst herunterladen, habt ihr das Recht, selbst zu entscheiden, wie ihr vorankommen wollt. Ihr entscheidet, was ihr tun wollt. Es gibt nichts außerhalb von euch, das diese Entscheidung für euch trifft. Es wart immer ihr, die ihr Entscheidungen über dieses Leben trefft. Aber jetzt werft ihr den Schleier des Egos und des physischen Verstandes ab und ihr seid in der Lage, das Konzept, eure eigene Realität zu erschaffen, reiner zu erfassen. Ihr erhaltet auch jeden Tag mehr und mehr die Wahrheit darüber, wer ihr seid. Viele von euch wurden dazu erzogen, an einen Gott zu glauben, der außerhalb von euch war, der über euch herrschte und der entschieden hat, was mit euch geschehen ist, nachdem ihr gestorben seid. Zu der Erkenntnis zu kommen, dass die Quelle aller Dinge und aller Wesen im Inneren ist, ist eine, die Zeit braucht, bis ihr wirklich etwas unternommen habt. Ihr habt Zeit gebraucht, um diese Wahrheit aufzunehmen. Und jetzt, da ihr über die Wahrheit wisst, wer ihr seid, wäre es zu eurem Vorteil, selbst zu entscheiden, was ihr mit eurem Leben machen wollt und wie ihr dienen wollt. Dazu wollen wir noch etwas sagen. Eure Anwesenheit hier auf dem Planeten Erde, indem ihr die Schwingung, die ihr haltet, aufrechterhaltet und danach trachtet, mitfühlende Wesen des Dienens zu sein, das ist genug. Darum könnt ihr entscheiden, was ihr tut, denn es liegt an euch, wie ihr diese Wahrheit zu euch selbst bejaht, dass eure bloße Existenz dem Ganzen dienlich ist. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.